Zum Thema Segen stehen wir hier vor meiner alten Schule, weil meine Kindheit und Jugend für mich zum Segen geworden ist, durch verschiedene Menschen, auch durch Lehrer und Mitschüler, und ich einfach eine gute, behütete Kindheit erfahren durfte hier. Der Segen muss aber auch immer erstritten werden. Er kommt nicht einfach von oben. Das sagt uns auch schon das Alte Testament. Zum Beispiel Jakob kämpft am Jabbok mit dem Engel um den Segen. Also er muss immer auch erstritten werden und ist nicht einfach so da.